Hallöchen ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video und lange wurde es sich gewünscht heute, ja, kommt dieses Video endlich. Ich sollte ja etwas mit Zoe Luna basteln und zwar, weiß ich nicht, ob ich es richtig ausspreche, ist in dem Fall ja auch eigentlich total wurscht. Es geht darum, was ich bastel und ich habe mir gedacht, ich werde heute mal eine Art Tagebuch, Notizbuch gestalten und ja, was benötigt ihr dafür? Natürlich ein Notizbuch. Ich habe mir hier so eins genommen mit so einem festen Umschlag. Ihr braucht außerdem eine Schneidematte. Ihr braucht ja Zoe Luna. Ich habe mir das hier schon vorgefertigt aus Spiegelkarton mit so leichten Blümchen. Und zwar habe ich da hier dieses Mini-Alphabet Punchboard. Wer sowas nicht hat, der kann natürlich die sich ausdrucken und dann ausschneiden. Oder es gibt ja auch Sticker, wo man Zoe Luna macht. Ihr könnt das Ganze ja auch in kleinerer Schrift machen. So, was brauche ich noch? Habe ich das schon gezeigt? Klebebänder verschiedene. Dann habe ich mir zwei verschiedene Motivblöcke ausgesucht. Und zwar sind die beide vom Teddy. Da weiß ich noch nicht, welches Muster ich nehme. Deswegen habe ich mir diese beiden herausgesucht. Ich habe mir eine Zoe Luna Zeitung gekauft, dass ich da ja hier Karten habe und dass ich hier drinnen so ein paar Bilder vielleicht habe, die ich benötige. Außerdem habe ich mir hier so ein Deko-Tape, heißt es, herausgesucht und so in Glänzoptik. Dann habe ich mir einfach nochmal so ein paar Papierschnipsel, diese Sticker. Dann habe ich nochmal solche Schriftsticker herausgesucht. Ich habe außerdem mir ausgedruckt bei der Google-Bildersuche hier dieses Zoe Luna, das war glaube ich ein Kissen, das habe ich mir so zurechtgeschnitten und dann noch einmal die Rollschuhe. Ich weiß aber nicht, ob ich das alles benötigen werde. Und natürlich ein Tagebuch oder so möchte man ja auch zumachen. Ich habe jetzt kein Schloss da, deswegen habe ich mir überlegt, ich nehme dieses Band. Da kann ich ja auch einen Knoten reinmachen und so eine kleine Schleife und passt farblich zu diesen Buchstaben. Und dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Ich gestalte mir als allererstes meinen äußeren Teil und da möchte ich hier das komplette Deko-Tape verwenden. Und das möchte ich jetzt komplett hier draufkleben. Jetzt muss ich erstmal gucken, ob ich das so kleben kann, dass ich das einmal hier drüber mache. Oder ob ich das vielleicht noch trennen muss. Ihr braucht natürlich noch Schere, Schneidemesser und so weiter. So, ich nehme dafür das Tape jetzt. So sieht es jetzt aus und am Anfang war es ziemlich schwierig, aber ich muss sagen, das ist eine sehr schöne Idee mit diesem Deko-Tape. Also hat sehr viel Spaß dann gemacht im Nachhinein. Ich habe mir jetzt hier noch solche Sticker geholt. Die hatte ich für ein paar Cent im Action mir erst gekauft. Und jetzt mache ich hier vorne, habe ich mir so überlegt, gar nicht viel mit so Bildern, sondern die Buchstaben sollen ja hier schön auffallen. Deswegen mache ich jetzt hier Zoe, keine Ahnung. Keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird. So, Zoe. Und die Luna, die ist ein bisschen breiter von den Buchstaben her. Deswegen muss ich das dann so ein bisschen hoch, runter machen. So, ich habe mich jetzt für diese Anordnung entschieden. Und dafür nehme ich jetzt das doppelseitige Klebeband und zwar so ein bisschen erhöhtes. Und da mache ich jetzt ganz einfach, da schneide ich mir immer so ein Stück ab, dann halbiere ich das
Da hängt schon. Und dann kann ich das hier hinten drauf bringen. Natürlich kleinere Stückchen machen, wie man es benötigt. Und das mache ich jetzt mit allen Buchstaben. Jetzt nehme ich diese Sticker und nehme hier die Pfeile davon und mache das so halt, dass das immer so auf den Namen zeigt. Einmal hier oben. So, ich finde, das reicht für vorne. Und hier hinten drauf möchte ich gerne den Rollschuh machen. Einfach so, wenn man das Buch zumacht, dass man das dann hat. Das typische Zoe Luna. Das mache ich jetzt ganz normal mit doppelseitigem Klebeband. So. Und jetzt nehme ich auch hier wieder die Pfeile und mache die einmal rundherum. Wenn ich das gemacht habe, muss ich natürlich noch innen drinne ein bisschen gestalten, oder ich möchte das zumindest so. Und ich möchte ja auch meinen Verschluss anbringen. Das heißt, ich werde mir jetzt als erstes hier so ein bisschen was befestigen. Dafür nehme ich wieder das doppelseitige Klebeband und mache mir hier in der Mitte so einen Streifen hin. Und nehme jetzt hier von dem Band etwas und mache da nicht zu wenig, weil man muss ja einen Knoten machen können und eine Schleife. Von daher lege ich das jetzt hier erstmal so drauf, auf diesen Klebestreifen. Und hier mache ich mir ein bisschen was ab. Kürzen kann man immer noch. Wenn es aber zu kurz ist und es fehlt was, dann ist es natürlich ärgerlich. Das hier mache ich weg. Und ich mache das auch auf dieser Seite so hier hinten. So, wenn das erledigt ist, dann suche ich mir jetzt ein passendes Papier aus. Und ich werde jetzt, ja, ich war am Überlegen, ob ich das hier nehme. Oder ob ich das hier nehme, und ich glaube, das gefällt mir irgendwie ein bisschen besser. Ich weiß jetzt auch nicht warum. Ich werde das nehmen, und zwar für hier vorne und für hinten. Jetzt gucke ich, ob das genau hier drauf passt. Das müsste eigentlich passen. Ja. Jetzt nehme ich wieder mein doppelseitiges Klebeband und gehe hier einmal rundherum. So, das wäre geschafft. Ich nehme mir jetzt diese Sticker. Die gibt es im Teddy. Die sind total toll. Und da mache ich mir jetzt hier das Friends rein. Ich habe heute eine sehr, sehr einfache Anleitung gemacht. Wenn ihr natürlich möchtet, dass ich hier ein bisschen mehr Schnickschnack mache, ein bisschen mehr irgendwelche Schütteleffekte oder irgend sowas, dann schreibt mir das in die Kommentare oder zeigt es mir mit einem Däumchen nach oben, dass ihr hier mehr sehen möchtet. So, hier oben habe ich ein kleines Problemchen. Da habe ich ein bisschen zu viel übrig. Da lege ich mir das Lineal hier so hin. Das muss ich andersrum machen, weil ich Rechtshändler bin. So, und jetzt schneide ich mir das hier mal so ab. Da habe ich es nicht ab. Und jetzt geht das auch schön auf und zu. So, also hier drinnen könnt ihr es gestalten, wie ihr möchtet. Ihr könnt hier was reinmalen. Ihr könnt hier nochmal Tagebuch hinschreiben. Ich habe hier noch so Schriftsticker. Da kann man sich noch was hinkleben. Ihr könntet auch noch eine Seite Papier hinkleben. Also macht da, was ihr möchtet.
So, es wäre fertig. Hier vorne Zoe Luna mit den Pfeilen. Hinten die typischen Rollschuhe mit den Pfeilen. Hier drinnen einfach nur ein Blatt Papier, damit es schön aussieht. Natürlich kann man das auch noch gestalten. Hier vorne, wenn man es aufschlägt, ganz viele Sticker verbraucht und eine Karte. Und jetzt gucken wir mal, ob wir das auch so zumachen können, wie ich mir das vorgestellt habe. Und hier gehen die Sticker ab. Okay, das habe ich schon vermutet. Die haben keine große Klebekraft. Also die würde ich jetzt mit Sekundenkleber festmachen. Dann sind die hundertprozentig fest. Und hier mache ich nochmal eine Schleife auf und zu. Das funktioniert auch. Okay, super. Nicht zu sehr knoten, weil wenn ihr es verknotet, dann habt ihr ein Problemchen und müsst es abschneiden. So, das war meine Vorstellung. Also super einfach, nur ein bisschen Aufkleberchen und so, ne, hingeklebt. Und ich weiß nicht, ob ich eben fertig geredet habe, wenn ihr mehr sehen möchtet, wenn ihr ein bisschen mehr basteln möchtet, dann sagt mir das, schreibt es mir in die Kommentare und mit einem Däumchen hoch, weil dann kann ich mehrere Tagebücher gestalten, die auch ein bisschen, wo man mehr kreativ sein kann. Also das müsst ihr mir ja ruhig mal schreiben, damit ich weiß, ob ihr daran Interesse habt oder eben nicht. So, meine Guten, das war's. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen und dann bis bald, eure Katrin.